Willkommen zurück bei Astronier. In der letzten Folge haben wir eine kleine Ausfahrt gemacht mit unserem Traktor. Und jetzt sind wir wieder zu Hause. So, jetzt drücken wir mal die Bremse und steigen aus. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir hier erforschen können. Ich würde mein Harz einfach mal hier reinstecken. Und das untersuchen lassen. Es gibt 100 Bytes in drei Minuten. Wie viele Bytes haben wir denn überhaupt? Wir haben 100. Ah, es nimmt kontinuierlich zu. Ich würde mal noch eine Plattform erforschen wollen. Große Plattform A haben wir. Große Plattform B wäre nicht schlecht. Kostet aber 500. Da müssen wir mal wieder noch ein bisschen forschen. Egal, heute wollen wir ja erstmal ein Raumschiff bauen. So, machen wir das mal wieder zu. Und dazu brauchen wir ja verschiedene Sachen. Ich glaube, das ließ sich im Großen bauen. Gucken wir mal. Unterkunft, kleines Shuttle, 2 Aluminium. Gut, dann suchen wir uns mal 2 Aluminium zusammen. Wenn wir sie nicht haben, müssen wir sie nochmal schmelzen. Zink, Keramik, Glas, Aluminium. Also ein Aluminium. Und eins brauchen wir noch. Was haben wir? Haben wir vielleicht was im... Nö, aber bestimmt in unserem Traktor-Anhänger-Dingens. Genau. Da haben wir Laterit. Können wir das noch hier reinstecken? Tauschen wir mal gegen Gemisch. So, schmelzen wir mal noch 2 Laterit ein. Mein Rucksack wieder zu, sonst läuft er nicht so schnell. Was steckt denn hier noch drin? Ah, da steckt sogar noch ein Aluminium. Na gut, da haben wir doch genug. So, also wir haben 2 Aluminium. Ja, und da bauen wir uns ein Shuttle. Was da natürlich wahrscheinlich fehlt, ist die Düse, aber das wird dann das nächste sein. So, kleines Shuttle, auf geht's. Feuer frei, wir müssen ja... dann später natürlich. Jetzt druckt er langsamer, weil er kaum Energie hat. Deswegen wollte ich noch eine Plattform bauen, damit ich die Solarkollektoren und Windgeschichten hier noch ein bisschen mit anbringen kann. Ne, dieses Ding könnte sich jetzt auch für uns ein bisschen drehen. Und dazu machen wir mal hier irgendwo Platz und nehmen mal kurz den Drucker hier runter und setzen das Ding mal hier drauf. Und vielleicht mal eine Energiezelle. So, die wird jetzt zwar übelst schnell leer gesaugt wahrscheinlich. Aber dann ist es einfach so. Naja, man sieht, die eine Hälfte ist schon leer. Aber es geht dann hier ein bisschen schneller voran. Forschung ist gerade abgeschlossen, das ist gut. Und der Schmelzofen geht dann auch ein bisschen schneller, wenn genug Energie da ist. Jetzt ist es gleich alle. Wind ist auch leider keiner. Aber das Shuttle hat schon mal Füße. So. Auch noch so ein Teil. Irgendwo. Nö. Wir haben ja auch das, aber da hat aktuell keine Sonne scheint, nützt uns das auch nichts. So heißt einfach mal warten. Ich kann ja derweil mal hier auf den Berg steigen. Und noch ein bisschen was abbauen. Was war das hier? Das war, glaube ich, Kohlenstoff oder sowas. Graphit, ja. Ah, aber da ist was zum Forschen. Ha.
War jetzt zwar nicht viel, aber gehen noch mal hier hoch. Vielleicht finden wir noch mehr zum Forschen. Ah, die Sonne geht auf. Ja, hier gibt es auch noch Forschungsgegenstände. Genau, und auf der Seite auch noch. Gut, weiter geht's. Hier hinter. Ah, da ist ein Forschungsgegenstand, Mineral. Den nehmen wir jetzt mit. So, den tragen wir jetzt zur Basis. Da können wir den erforschen. Runter geht es ja einfacher als hoch. Und auch relativ schnell. Wow. So. Ah, unser Shuttle ist schon verpackt. So, und während das druckt, können wir hier mittlerweile mal ein bisschen Strom hinzugeben. Genau, da kann der nämlich schneller forschen. So, jetzt stellen wir unser Shuttle erstmal irgendwo hin. Hier, würde ich sagen. Jetzt packen wir es mal aus. Raumschiff. Ah, da ist für einen Sauerstoffmacher was. Den haben wir ja hier festgemacht. Oder kann hier viel besser sein, weil ich glaube, unsere Unterkunft, die baut schon von selber. Ja, und wenn wir das jetzt betreten, können wir noch nicht starten, bestimmt. Genau, Schubdüse benötigt. Hätte ja sein können. Also nochmal aussteigen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was die Schubdüse... Muss jetzt auch noch woanders hinstellen, ja. Stellen wir es mal hier hin. Oder, weil es so schön ist, dann machen wir halt diesen Startplatz dafür, auch wenn der eigentlich dann, glaube ich, nicht nötig ist. So, Schubdüse. Haben wir noch nicht, aber er forscht ja jetzt fleißig. Vielleicht nützt uns das was. Sehen, was die kostet. Schubdüse. Suchen wir sie mal. Also hier ist das Shuttle. Ist kein großer Druckgegenstand. Plattformen. Schmelzofen. Was gibt es da? Eine Erdzentrifuge und Chemielabor und Atmosphärenkondensator und all solche feinen Sachen. Gut, hier. Handelsplattform, Schredder, Buggy, Oversitz, Kran. Großer Drucker, jetzt gucken wir mal hier. Irgendwo muss ja die Schubdüse sein. Ach, da unten. Hier, Feststoffschubdüse. Aluminium, Ammonium. Kosten 500 Bytes. Ich hoffe, wir haben es bald zusammen. Aber das wäre das nächste, was wir erforschen. Gucken wir mal. Ah, jetzt hat er ja schön Strom. Deswegen 4 Minuten, also sagen wir 5 Minuten. Dann hat er was. Können ja noch mal ein bisschen in den Wald gehen. Das könnten wir uns hier auch mal ein bisschen ebnen, weil das hält uns immer auf. Aber im Wald gehen ist natürlich blöd. Wo wir doch einen schönen Rover haben, also fahren wir doch lieber. Warum habe ich jetzt hier keinen Anschluss mehr? Ist da einer kaputt gegangen? Schon mal aussteigen.
Habe ich was versetzt hier? Ja, merkwürdig. Vielleicht weil aller Strom aktuell hier reingeht. Ach ja, und das Solar ist auch weg. Jetzt gucken wir mal, ob das Windkraftwerk wieder was tut. Wenn ich es finde. Ich habe es ja hier irgendwo. Hingestellt. Jetzt ist gerade mein ganzer Strom weg. Tja, wo ist meine Windanlage? Jetzt meinen Shuttle drauf gesetzt. Dann tun wir das zur Seite und den Drucker wieder drauf. So, nichtsdestotrotz. Wollen wir doch gern wissen, wo unser Winddingens hin ist. Steigen wir mal hier kurz ein. Okay, ich habe mal fix das Video zurückgespult und geguckt, wo die hingefahren. Das ist hier irgendwie in die Höhle aus Versehen reingefallen. Wollte ich natürlich ursprünglich nicht. Mal sehen, ob der Wind gerade ausreicht, um das zu drehen. Jawohl, ha. Gibt's wieder ein bisschen mehr Strom. Da geht die Forschung hier schneller vonstatten. Vielleicht braucht auch das Raumschiff Strom. Nö. Ich stell's mal woanders hin. Sehen. Uah. Ah. Ich glaube, weil wir unseren Atmosphärenerzeuger nicht drin haben. Muss ich es aber irgendwo hinstellen, wo es eine Verbindung hat und nicht umfällt. So. Jetzt wären quasi unser ganzen... Okay, ich stell's doch wieder hier drauf. Erstmal hier ausmachen. So, stellen wir es richtig da drauf. Und den Atmosphärenwandler machen wir halt nochmal an der richtigen Stelle. Müssen wir uns dann halt noch einen bauen. Also der ist schon notwendig. Also. Müssen wir uns halt dann noch, müssen wir den auch noch erforschen, damit das Shuttle funktioniert. So, wo war der? Hier war er. So, und alles wieder an. Wunderbar. Daran lag's. Minute 11. So, und wir wollen jetzt noch ein bisschen... Achso, wenn wir hier unterwegs sein wollen, müssen wir natürlich unser... Stecken wir unser Ding natürlich an den Traktor an. Und fahren ein Stück und gucken, ob wir noch was zum Untersuchen finden. Ja, da ist schon was. Auf geht's. Na gut, es ist... Aber wie heißt es so schön? Kleinvieh macht ja auch Mist, bekanntlich. Guck mal, was das da hinten ist. Ja, noch mehr von dem Zeug. Zurück zum Rover. So kriegt man auch ein bisschen was zusammen. Ja.
sehen, wo es hier hingeht, ob da noch was Interessantes kommt. Einfach mal hier an den Berg entlang fahren. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Energiezelle. Okay, kann man ja immer mal gebrauchen. Ist da noch was? Ne, das ist alles Schutt. Wie gesagt, da können wir noch nichts anfangen. Aber eines Tages wird das auch. Oh, hier ist wieder ein Höhleneingang. Und einfach mal suchen, um den Berg hier rumzufahren. Ah, okay. Hier war die Höhle, wo wir tief hinabgestiegen sind in der letzten Folge, glaube ich. Sind wir einmal ums Gebirge rumgefahren. Hier scheint es auch ganz schön tief runter zu gehen. Da und dort. So. Also fahren wir zurück und gucken, ob wir jetzt genug Forschungspunkte haben. Beziehungsweise können wir auch gleich hier gucken. Muss ich noch aussteigen. Sonst geht das nämlich nicht. Ja, also die Feststoffdüse können wir schon mal bauen. Und die bauen wir als nächstes. Also, wo war die übrigens? Kleiner Drucker. Gut, also auf zum kleinen Drucker. Und wir bauen uns eine Feststoffdüse, dann können wir theoretisch schon starten, aber ohne Sauerstoffgewinnung ist das natürlich blöd. Aber wir können den ja derweil hier ausleihen und dann wieder zurückbauen. Wow, Steine mitten im Weg. Wie hat er denn eigentlich im Rucksack? Ich brauche natürlich, wenn ich zu anderen Planeten aufbreche, Gemisch. Um dort Leitungen herzustellen. Und wenn hier gerade mal Gemisch ist. Hier ist Gemisch. Hier noch irgendwo Gemisch. Hier. So, lassen wir nochmal die Analysator kreisen. Ob noch mehr Gemisch hier irgendwo ist. Was könnte es gewesen sein? Naja, dann halt weiterfahren. So, aussteigen. Ding einstecken. So. Feststoffschubdüse. Ammonium und Aluminium. Okay. Ammonium. Oder hier irgendwo Ammonium, genau, zack. Und Aluminium, müssen wir möglicherweise noch eins brennen. Ne, da stecken noch welche drin. Dann nehmen wir gleich mal hier eins. So, Schubdüse, auf geht's. Bam. So,
So, gleich mal ein bisschen mehr Strom machen. So. Jetzt erstmal auspacken wollen. So, zack. Und jetzt tun wir noch, ja, was nimmt man eigentlich alles mit? Jetzt haben wir einen Rucksack. Noch ein paar Verbinder, müssen wir noch ein paar mehr machen. So, und dann brauchen wir eine Sauerstoffgeschichte. Und irgendwie was vom Energiegewinn. Also hier passt das Sauerstoffdingens rein. Sollten wir uns jetzt mal ausleihen. So, sonst noch was? Kann man damit eigentlich was transportieren? Kann man da außen was festmachen? Ach, ich betrete es einfach mal und wir versuchen es einfach mal. Ne, wir wollen jetzt nichts bauen. Hallo? So. Also C und V sind starten. Dann drücken wir mal C. Okay, wir sind unterwegs. Da ist unsere Heimat, die dürfen wir nicht verlieren. Komme ich nicht hier noch ein bisschen weiter weg, wenn ich nur einen anderen Planeten anfliegen will? V. Aha. Nehmen wir mal den Mond hier. Erdähnlich, einfach. Wolframit. Wir brauchen Eisen. Mittelschwer. Was? Sonne, viel Wind. Titanit, Lithium. Lithium. Dort. Hämatit, das ist glaube ich für Eisen. Versuchen wir es mal dorthin. Hoffentlich kommen, finden wir wieder zurück. Nicht, dass wir uns jetzt verfliegen und nie wieder zurück zu unserer Basis kommen. So, jetzt müssten wir irgendwie im Orbit von dem Ding sein. Ah, da drüben. So, wo waren wir runter? Hier drüben. Oder dort. Kreisen wir noch ein kleines Stück. Ja, wir gehen einfach mal. Da ist wieder so ein Bauwerk. Ja, wir nehmen jetzt da oben mal. Ich wollte doch landen. Genau. Wow. Okay. Dann steigen wir mal aus. Sind ja knapp am Hang irgendwie hier gelandet. Die Dinger hier brauchen alle Strom. So, jetzt brauchen wir hier irgendwie Eisen. Packen wir mal aus. Gucken wir, ob hier schon irgendwo ein Rohstoff einfach so rumliegt. C
Zumindest Gemisch ist hier in der Nähe, was schon mal cool ist. Hier im Berg, der glitzert so. Ne, Ammonium ist auch da. Wir gehen einfach mal ein Stück. Ah, jetzt kommt wenigstens die Sonne raus. Wahrscheinlich braucht man ein größeres Shuttle, um was zu transportieren, wie zum Beispiel eine Basis, die man sich hier bauen könnte. Aber hier soll es ja theoretisch Eisen geben, müssen wir es nur noch finden. Hämatit, meine ich natürlich mit Eisen. Da oben ist irgendwas. Und dort ist eine Art Vulkan oder sowas. Geysir. Ah, hier sieht es schon ein bisschen anders aus. So, packen wir mal aus und gucken. Hämatit, Eisengrundstoff. Ah. Sammeln wir jetzt jede Menge davon. Dann haben wir schon mal Eisen. Und ich glaube, Eisen braucht man halt für die Handelsgeschichte. Geht mir jetzt der Strom aus? Nee, ich bin noch so weit entfernt. Sehen, wie viel wir noch fortkriegen. Okay. Mehr kriegen wir wirklich nicht fort. Würde ich sagen, dann lassen wir mal ein paar Verbindungen hier. Die paar, die wir noch haben, lassen wir da. Und du dafür lieber das Hämatit mitnehmen. Ja, und jetzt müssen wir zurück und das einschmelzen. Ist die Frage, ob wir das hier jemals wiederfinden, den Punkt. Zumindest gibt es ja mehrere Landepunkte auf dem Planeten. Deswegen müssten wir auch mal Leuchtfeuer erforschen. So, Leuchtfeuer. Das müssen wir nicht erforschen, das müssen wir nur bauen. Das könnte man dann hier hinsetzen und dann finden wir es wieder. Hoppala. Na gut, lassen wir es erstmal liegen. Sauerstoff, Kanister, Generator, Leuchtfeuer. Was braucht denn das Leuchtfeuer? Quarz. Quarz haben wir natürlich jetzt nicht da. Na gut, in Zukunft wissen wir, was wir machen müssen. Kleiner Drucker, Verbindungspaket. So, und das stecken wir wieder ein. Hier ist jede Menge. Gemisch. So, und jetzt ist die nächste Challenge zu versuchen, zurückzukommen. Ich glaube, Verbrauchsgut, so oft kann man das auch nicht verwenden. So, und jetzt starten wir mal. Oh, ist da mein Triebwerk abgefallen? Ich hoffe nicht, weil wir müssen ja noch wieder landen. Hey! Schubdüse benötigt? Das soll ein Witz sein. War's das jetzt? Ich kann nicht mehr aussteigen. Und ich kann nicht mehr starten.
Kann ich noch landen, wenigstens? Wo sind die Landegebiete? Werden nicht mehr angezeigt. Entweder ist ein Bug oder wir haben es jetzt verkackt. Okay, ich habe neu geladen. Hier ist die Schubdüse zwar noch dran, aber ich komme ja nicht mehr weg. Da müssten wir uns irgendwie eine neue Schubdüse besorgen. Dann würde ich erstmal hier das ganze Hämatit, was uns sämtliche sämtliches Zeug hier zumacht, wegtun. Glas können wir jetzt glaube ich auch nicht gebrauchen. Und aus dem Lehm können wir jetzt auch nichts machen. Also wir brauchen einen Generator. Lass mal die Energiezellen da. Generator habe ich zwar einen kleinen, ich könnte einen kleinen Drucker machen. Das wird ein längeres Unterfangen. Ich kann ja erstmal gucken, ob sich die Dinger hier öffnen lassen. Also das hier aufstellen. Anschließen. Wieder einstecken. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Biomasse. Erstmal Richtung Sauerstoffquelle. Jetzt haben wir Sauerstoff. Gemisch. So, organisches haben wir jetzt. Erstmal Luft holen. Und jetzt mal versuchen, ob wir das aufkriegen. Nee. Der braucht irgendeinen stärkeren Generator, den wir nicht haben. Okay, da müssen wir erstmal was Gescheites drucken. Erster Schritt, was Gescheites drucken. Kleinen Generator brauchen wir jetzt nicht drucken. Kleinen Drucker. So, den stellen wir jetzt hier auf. Und da können wir quasi erstmal das anschließen. So, jetzt müssen wir nur wissen, was wir hier drucken wollen. Ein Lager, eine Plattform, Schredder, Traktor, Hänger, Obersitz. Hier, Ammonium und Aluminium. Wir machen erstmal Plattform, da brauchen wir Harz. Was wir noch nicht haben. Egal, hier stand ja Harz rum. Zumindest die Grundrohstoffe sind hier in der Nähe, was ist schon mal was wert ist. So, irgendwann brauchen wir eine Energiequelle, eine richtige. Dort geht's zum Schiff.
Ja, das ist unser Strom schon wieder alle. Gut, also erstmal Bio-Zeug wieder sammeln. Bisschen Gras mähen. So, Gras haben wir gemäht. Also einstecken und Generator an. Na, dann druck mal eine mittelgroße Plattform. Feuer frei. Ah, achso, ist jetzt eingesteckt. Wollte ich nicht einstecken. Das ist ja eh hier aufbauen. So. Bauen wir gleich noch eine. Solange der Strom noch reicht. Tun wir da daneben. Kann man ja schon mal verbinden. Ist hier ein Kabelstecker zu dem Ding? Ne, ich glaube, der erzeugt keine Energie. Also was wir als nächstes brauchen, ist irgendeine Energiegewinnung. Lager, Drucker, mittelgroßer Drucker. Also was kostet die Schubdüse nochmal? Ammonium und Aluminium. Für Aluminium brauchen wir auf jeden Fall einen großen Drucker. Also machen wir mal den großen Drucker. Na, da war es schon wieder vorbei. Rasen mähen vor der Haustür. Was ist das hier? Füllen es mal aus. Es fällt einfach um. So. Aber wir brauchen dann Schmelzofen. Natürlich brauchen wir noch Stromerzeugung. So, was kostet der Schmelzofen? Ah, brauchen wir wieder Gemisch. Ah, da hat man ja hier hinten irgendwo was gefunden, dachte ich. Vielleicht da in Richtung. Ah, hier. Also fleißig abbauen. Hoffentlich reicht das Gemisch, was hier ist. Anders sieht es eigentlich ganz gut aus. So. Schnell. Ach so. Hallo? Ja, ach so. Na dann noch mal. Ich hoffe, wir haben hier genug Pflanzen, um
Sie ist bei der Beleuchtung gar nicht so gut. Also, Strom. Ah, andersrum. Wie dreht man mit C, ne? So. Jetzt haben wir dann schon mal einen Schmelzofen noch. Zum Glück haben wir den kleinen Generator mitgenommen. Ich meine, das hätten wir uns bauen müssen. Aber der hilft schon weiter, sonst wären wir hier aufgeschmissen. Ja, den schaffen wir mit dem. Vielleicht findet man ja noch hier irgendwas Abgestürztes, was uns weiterhilft. Aber so ein Mist, dass wir hier nicht mehr fortkommen. Ich hätte nur gedacht, dass es wenigstens für hin und zurück reicht. Sonst hätte ich mir doch einfach die Rohstoffe mitgenommen, die ich für eine Schubdüse brauche. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Hallo? Ah, da passt nicht auf eine kleine Plattform, da war auch eine große Plattform dafür. Zwei Harz, alles klar. Und nebenbei noch ein bisschen für den Generator Rohstoffe. Ganze Wiese hier mähen. Vielleicht ein bisschen mehr machen. So, ist hier noch irgendwo Harz? Gut. Zurück. Als nächstes eine große Plattform bauen. Achso. Haben wir genug? Ne, wir haben noch nicht genug organisches Material. Fehlt uns noch. Ein bisschen Wiese mähen hier hinten. So. Und jetzt eine große Plattform noch. Also. Achso. Yeah. Wäre schon praktischer, wenn wir was anderes zum Strom erzeugen hätten. Hm, Mist. Passt da nicht hin. Da haben wir ein Platzproblem. Ah, das kriegen wir noch fertig. Und dann wird nur beim nächsten Mal gucken, ob wir Strom und dann die Grundstoffe für so eine Schubdüse kriegen, damit wir wieder zurückkommen. Schieben wir schon ein bisschen zur Seite, weil ich dort die Plattform hinstellen will. So, das stelle ich noch her. Na komm. So. Das
Und schließen wir noch an. Naja, können wir besser anschließen. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, ja, ob wir halt Rohstoffe finden, die uns weiterhelfen. Bis dahin sag ich tschüss, mach's gut und wünsche mir Glück, dass das klappt hier auf dem fernen Eisenplaneten. Also dann, tschüss.